Liebeskraut. Passt ja. Nee, nee. Was denn? Hab doch nichts gemacht. Es heißt doch Diebeskraut. Da muss man doch... Das ist doch fast verpflichtend. Das wäre unehrenhaft, hätte ich es nicht getan. So, zwei Kisten haben wir. Wo ist denn... Bleibt nur noch seine. Eure Kristallvorräte ziehen Diebe doch sicher magisch an. Diebe? Bursche, welcher Narr versucht, einen Magier zu bestehlen? Und sollte es doch jemand probieren, habe ich für den Fall eine Wache vor meinen Gemächern postiert. Da brauche ich mir um meine Wertsachen keine Sorgen zu machen. Okay, das verstehe ich. Verzichte doch auf die Zimmerwache, wenn dich eh keiner bestiehlt. Verzichten? Ich? Das ist eine Frage des Standes. Ich habe mir diesen Luxus verdient. Bin doch kein einfacher Rübenbauer. Aber genug mit dem Palaver. Meine Zeit ist kostbar. Und weil du sie beansprucht hast, wirst du mir jetzt ein Buch aus meiner Kammer holen. Sag der Wache, du handelst in meinem Auftrag. Bring mir das Buch Metaphysische Transzendenz. Und zwar heute noch. Das ist ja unfassbar. Wie heißt das Buch nochmal? Kannst du mir den Namen des Buches noch einmal nennen? Metaphysische Transzendenz. Kann doch nicht so schwer sein, sich diesen Titel zu merken. Schon gut. Metaphysische Transen. Okay, metaphysische Transen kriegen wir hin. Metaphysisch. Also das war ja ganz komisch an den Haaren herbeigezogen, dass er uns dann auf einmal auf sein Zimmer schickt. Wo wir schon so ganz auffällig danach fragen. Halt! Was los? Lass mich durch. Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Also. Meister Lumbrock hat mich beauftragt, ein Buch zu holen. Ach, hat er das? Nun, zufälligerweise sind mir die Bücher in seinen Gemächern bekannt. Dann nenn mir mal den Titel. Wollen mal sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Metaphysische... Transpa-Dingsen. Metaphysische Transzendenz. Das Buch liegt tatsächlich hier. Gut, du darfst passieren. Aber denk dran, nur das Buch, sonst nichts. Ja, das, natürlich, liebe Zimmerwache. Oh, schönes Zimmerchen hat er hier. Oh, und auf einmal wird es auch hell. Ich hoffe, der beobachtet mich nicht. Auf einmal wird es wieder dunkel. Ist das das Buch? Ich bin mir gar nicht sicher. Hier wird's mal hell, mal dunkel. Das ist ein Zimmerchen, du. Huch, wie komme ich jetzt daran? Okay, wieso? Leise Versprechen, Lumbocks Kristall und Schnaps ohne Ende. Die leisen Versprechen. Und Lumbocks Truhe. Hocker. Mann, ist die Zimmerware blöd. Schlechteste Zimmerwache ever. Metaphysische Transopapunsen. So. Die Quest hätten wir dann. Und es wagt sich ja sowieso niemand, einen Magier zu bestehlen. Insofern, ich hoffe, das war jetzt kein Test von ihm. Auch da speichere ich lieber mal vorsichtshalber ab. Wenn er denn so schlau ist, dann war das doch nur ein Test, ob noch was in seiner Truhe drin ist, nachdem wir uns so offensichtlich erkundigt haben. Also. Ich habe das Buch, das du wolltest. Formidabel. Es ist ein echtes Unikat. Aber natürlich weißt du das nicht. Meister Horatio, möge er in Frieden ruhen, hat es höchst selbst verfasst. Aber ich merke schon, das interessiert dich nicht. Darum nimm diese 10 Goldmünzen als Dank. Für einen Büttel ist dies Lohn genug. Ja, vielen Dank. 10 Gold. Großzügig. Wow, ich fühle mich geehrt. Aber ich habe mich schon selbst bedient. Vielen Dank. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich die Gnomenquest abgeben musste. Ich glaube, das war doch der Typ... War das nur er vorne am Eingang, der wissen wollte, wo die 3 Gnome sind? Oder gab es da noch weitere Interessenten, die wissen wollten, wo der Lima ist? Hey, Talbot! Also! Wegen der Gnome. Ich habe Darkiel getroffen. Er ist hier in der Lagermine. Gut zu wissen. Hier dein Lohn.
Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Sehr gut. Damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Ach, schön viel Gold. Es war nicht derjenige, welche der ihn gesucht hat. Ich weiß gar nicht, wer hatte nach Lami gesucht. Oh Gottes Willen, wie soll ich denn hier noch... Ach du Scheiße. Der vermisste Gnom. Ich sollte bei dem Gnomen im Magierlager mit seinem Meister sprechen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das war. Ach so. Ach, einfach mit Cheffe hier. Naja, gut. Also. Ich habe in einer versteckten Höhle im Brunnen einen Gnom gefunden. Er sagt, sein Name sei Lami. Lami gefunden? Ist er okay? Ich denke schon. Vielen Dank für diese gute Nachricht. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Naja, dann. Lami ist dein Lehrling, ja? Ja. Er war ganz plötzlich weg. Aber Wachen sagen, dass er das Lager nicht verlassen hat. Guter Arbeiter er war. Wenn Lami nur wieder bei Abbas wäre. Soll ich Lami für dich wieder zurückholen? Lami, guter Arbeiter. Wenn Humi sich um Lami bemüht, dann Abbas gib ihm Gold. Naja, dann. Ich werde mal sehen, was ich für Lami tun kann. Du bist ein starker Humi. Viel Glück. Dankeschön, der Gnom im Loch. Naja, dann probieren wir es mal. Nehmen wir diesmal die Abkürzung durch den Brunnen. Hurra! Oh! Das war falsch. Das war richtig. Alter, hatte ich gerade Angst, dass ich jetzt sterbe. Da hatte ich gerade Angst, dass ich jetzt einfach krepiere, aber zum Glück können wir einfach im Wasser landen. Hallo, Homi. Also. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homi. Eigener Meister. Na, da bin ich mir nicht so sicher. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jip, jip. Lami immer fleißig, immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Und, willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Aber warum? Du bist doch ein Dieb. Die anderen Gnome vermissen dich doch sicher. Egal. Lami bleibt hier unten. Okay, darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen. So schlimm wird es schon nicht sein. Lami besser nichts mehr sagen. Sonst erzählt Homi alles zum Meister und Lami kriegt Ärger. Ach was. Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Aurikulki. Wenn Lami hat Berg voller Glitzersteine, er kann sterben mit Ehre. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homi. Bist kein Gnom. Hast du natürlich recht. Das heißt, jetzt nochmal hoch. Dem Abbas Bescheid sagen. Der wird sagen, ich tue ihm nichts, ich werde nicht böse sein, ich freue mich doch nur, dass er lebt. Wahrscheinlich irgendwie sowas, wenn er schon viele Monate hier unten sitzt. Ich denke, da hat er gedacht, dass er tot ist. Na. Und wieder raus. Was für ein Hin und Her. Huch. Mach so eine Scheiße nicht nochmal. Ja, ich will nichts in deinem verlausten Kackkeller. Außerdem habe ich da eh schon alles rausgeräumt. Und gleich wieder in den Brunnen. Juhu! Oh Mann. 50 Jahre später hängen wir hier immer noch im Lager rum. Hey, Abbas. Also. Lami möchte im Brunnen bleiben. Wirklich? Na gut. Ich werde später selbst nochmal nach ihm sehen. Danke für deine Mühe. Na, sehr gerne. Magischer Kristall. Ich freue mich sehr. Da haben wir den Zark hier. Ich dachte schon, der haut sich mit dem Kopf gegen die Wand. Puh. Ich weiß gar nicht, was uns jetzt noch großartig hier bleibt. Taranis, der Privatvorrat. Agel meint das bei den Magiern. Nergal, das haben wir schon gemacht. Okay, das haben wir noch fertig. Auf der Karte markieren. Die geben wir jetzt dann nur noch ab, oder was?
Was gibt's zu essen? Tja, keine Ahnung. So, wer hat uns da den Tipp gegeben? War das der Roderich, war es nicht? Ach, gegen den Roderich können wir auch mal drücken. Speichern? Also. Lass uns eine Runde drücken. Na schön, wir können ein paar Runden trainieren. Aber am liebsten drücke ich gegen Gold. Also halten wir uns nicht lange mit dem Training auf. Dann mal los. Naja gut, dann wollen wir mal, Roderich. Ich habe noch jeden Kampf gewonnen, also den einen, den ich bisher geführt habe. Mist! Na komm schon. Ciao. So geht's. Gut gemacht. So, drücken wir eine Runde um 300 Gold oder was? Drücken wir eine Runde. Na, dann wollen wir mal. Da du dir deiner Sache ja sicher zu sein scheinst, war's das auch mit dem Training. Ab jetzt geht's um die Wurst. Gut, Wurst mag ich auch lieber als trockene Stulle, mein Freund. Okay. Und ciao. Das war's. 300 Gold. Gut gemacht. Und weil mich hier noch keiner geschlagen hat, hast du dir das Gold verdient. In Zukunft suchst du dir wohl besser einen anderen Gegner. Bei mir gibt's nichts mehr zu gewinnen. Mist. Questerfolg. Blatt gedrückt, da freue ich mich natürlich sehr. Agila, der Hunnenkönig, der war doch vorhin da vorne irgendwo. Da sitzt er ja. Also. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum. Sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Und wahrscheinlich nicht nur die. So, wir können Nahkampf trainieren. Yeah, endlich wieder Nahkampf trainieren. 7915 Ruhm. Zack, ein bisschen Nahkampf wird uns sicherlich nicht schaden. Auch wenn das Verschwendung ist. Achso, Magnus, eine Sache noch wegen der Minen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Ich weiß gar nicht welche. Ah, oh, ganz viele sogar. Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Na, vielen Dank auch. Das ist natürlich sehr nett. Und außerdem? Unter dem Brunnen des Lagers hier gibt es vielversprechende Kristallvorkommen. Ja, natürlich. Sie sind Teil des Reaktors, an dem die Magier arbeiten. Ah. Die Kristalle da unten sollten besser bleiben, wo sie sind. Verstehe. Oh. Das heißt, wir müssen vielleicht dem Gnom da unten mal Bescheid sagen. Gardi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Gut. Ich hoffe, das war es immer noch nicht. Okay, Allianz mit den Magiern. Die Magiergaleere steht nutzlos im Hafen von Taranis. Ich muss es irgendwie schaffen, dass es an der großen Schlacht gegen die Schatten zum Einsatz kommt. Neron ist der Kapitän der Galeere. Ich muss Neron davon überzeugen, mit mir und der Galeere gegen die Schatten in die Schlacht zu ziehen. Also wir können Allianz mit den Magiern machen, Allianz mit Piraten und es kommt bestimmt noch die Inquisition. Und eines davon wird wahrscheinlich das große Schiff sein, mit dem wir dann schließlich alle anheuern können. Das Piratenschiff, die Magiergaleere. Bericht an Admiral Alvarez. Das Alvarez kommt später. Okay. Muss jemand die fehlenden Monolithensteine? Der Reaktor. Die Fuegos Monolithenstein. Da kommen wir auch noch zu. Neue Verbündete. Der Kuss der Toten. Hiruto, die Verteidigung. Ich muss General Magnus überzeugen, wenn ich bei den Wächtern aufgenommen werden will. Minenbericht. Okay, was fehlt da noch?
Es fehlt noch eine weitere Mine. Na gut, dann holen wir die mal eben auch. Dann haben wir die Minenberichte zusammen und ich glaube, dann haben wir im Lager der Magier eigentlich auch alles soweit hoffentlich erledigt. Wird langsam Abend. Na gut, dann ziehen wir mal in die Lande. Offenbar hier entlang. Fast möchte ich noch den untoten Kollegen damit mit hinzuziehen. Wo genau kommen wir denn hier hin? Offenbar. Na toll, und er nimmt sich die halbtote Spinne da hinten, oder was? Ich komm hier, Alter, ich komm... Ja, klatsch mich doch wieder gegen die Wand. Ich sag's dir. So, die sieht sogar noch fast lebendig aus, ist aber eher so scheintot. Na, sieh mal einer an, wo wir hier hinkommen. Das hier soll eine Mine sein? Das sieht aus wie ein Toten... Ja. Wollte ich gerade sagen. Sieht aus wie das Totenreich. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber hättest du was dagegen, wenn ich eine der Leichen hier benutze, um mich zu reinigen? Natürlich nur, wenn wir eine finden. Hier sieht es nicht sicher aus und du willst dich mit Blut einreiben? War ja nur eine Frage. Ja... Der... Los, schlitzen wir ein paar Kehlen. Na, wo kommt er denn her? Untergrundunterhaltung. Jetzt vermisse ich den Kollegen. Nicht doch nicht alle auf mich. Scheiße. Lass den Scheiß, Junge. Der lebt immer noch. Der steht nicht mehr auf. So. Kein Zweifel, das waren die Schattenbiester. Armes Schwein. Neue Quest, die zerstörte Mine. Da schaue ich mal ganz kurz rein. Minenbericht, wo haben wir denn die zerstörte Mine? Haben wir die hier irgendwo? Lalala, Minenbericht. Geht jetzt noch weiter auf? Na. Die zerstörte Mine. Die Mine im Westen von Taran ist es voller Leichen von Wächtern und Gnomen. Die Schattenwesen haben offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Jemand sollte hier mal sauber machen. Und dieser jemand sind wahrscheinlich, so es der Zufall will, natürlich wir. Los! Schlitzen wir ein paar Kehlen. Du kleiner Drecksack, du Untoter. Das Brustbein hängt am Hüftbein. Na, Bonesy? Alter Freund, da oben? Nee, wo war der? Weiter oben war noch irgendwo ein Drecksack. Was wollen die Schattenbiester denn bitteschön hier in der Mine? Schnauzehund! Kenne deinen Platz, du Töle! Ach toll, das schlägt auch dreimal zu. Mist, und ich habe die Waffe gerade weggesteckt. Zwei Schergen, zwei Skelette fehlen noch und zwei Höllenhunde übrigens auch. Ein Gnom. Gefällt mir gar nicht hier unten. Vielen Dank, da ist er ja. Na, mein Bester.
Schönes Tänzchen. Gut so. Tja, Kehle durchschneiden funktioniert leider nicht so richtig bei den Herren. So, ein schöner Schädel. Was wollen die bloß hier, frage ich mich. Hey, Wasserfass. Ah, lecker frisch. Und Wasser heilt immer komplett hoch. Dauert nur leider ein bisschen. Aber die Ratten dürfen leben. Das verstehe ich gar nicht, wie die Skelette da unterscheiden. BZW die Toten. Verdammte Schatten! So. Schön durch die Wirbelsäule. Einmal eine Schattenwaffe. Dass sie überhaupt Waffe im Jenseits schmieden, wundert mich ein bisschen, aber gut, wenn man da sonst nichts zu tun hat, kann mir schon vorstellen, dass das Leben als Toter da auch ein bisschen eintönig ist. Was haben wir denn da drinnen? Ah ja, Gold, Erz, Goldpfanne. Ich wünschte, ich würde mich freuen. Da ist nur ein... Nee, ist gar kein ewig währender Abgrund. Da geht's runter. Weißt du was? Nee, bevor ich da jetzt runtersteige, oder? Pass mal auf, wir probieren mal Folgendes. Ich speichere mal, dann springe ich da mal runter. Einfach nur, weil da unten gerade Wasser ist. Ich weiß aber nicht, ob man wieder hochkommt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Wahrscheinlich springt man in einen DLC. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war interessant. Aber wir haben es mal probiert. Und ich höre, wir kriegen gleich noch Besuch. Er kündigt sich da oben links auf der Treppe an. Na also. Haben wir jetzt alles besiegt? Ich habe gerade nicht richtig gucken können. Ein Bett. Und noch ein Bett. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ich glaube, ich krieg gleich die Gelegenheit, nochmal zu gucken. Das tat weh. Die Schatten haben die ganze Mine entvölkert. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. Ja, sieht so aus. Und die Magier sind zu selbstsicher. Zu selbstverliebt, zu selbstherrlich. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Aber das waren sie ja schon immer ein bisschen. Halten sich für Götter. Wer weiß, vielleicht waren die alten Magier ja auch Götter. Oder vielleicht waren die alten Götter auch Magier, die sich für was Besseres gehalten haben. Und dementsprechend dem Untergang geweiht waren. Kommen wir darüber mit einem beherzten Sprung.